Tagesordnungspunkt in der Beratungsreihenfolge ist Vergabe einer Dienstleistungskonzession für die Organisation und Durchführung des Dresdner Stadtfestes in den Jahren 2017 bis 2019. Hier sind mir zwei Redner gemeldet worden, die ich in der Reihenfolge auch aufrufen würde. Frau Muth, Herr Engler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Räte, ich möchte ankündigen, dass ich am Ende der Rede einen Vertagungsantrag stellen möchte. Und in der Rede werde ich den natürlich begründen. Ach so. Oder muss ich mich weiter? Dann geben wir mal die Bitte nach oben an die Regie, dass man noch ein bisschen mehr Lautstärke vielleicht draufgeben können, dass wir die Frau Muth gut verstehen können. Ich rede erstmal trotzdem weiter. Oder ist jetzt schon besser? Ist besser, gut. Die Konzession für das Dresdner Stadtfest soll heute neu vergeben werden. Nachdem der bisherige Inhaber der Konzession alle Ausschreibungsbedingungen erfüllt und ohnehin der einzige Bieter ist, scheint die Entscheidung sehr einfach. Die Dresdner Stadtfest GmbH richtet bereits seit einigen Jahren das Stadtfest aus. Nun soll die Firma beauftragt werden, dies auch weitere drei Jahre lang zu tun. Mit der Option, den Vertrag um weitere drei Jahre zu verlängern, sofern es keinen Grund gibt, ihn zu kündigen, wird der Bieter also aller Voraussicht nach das Dresdner Stadtfest bis 2022 ausrichten. Es scheint also sehr einfach und unstrittig. Es gibt nur einen Bieter und dieser hat sich bereits bewährt. Es gibt also keinen Grund, die Vergabe an sich zu kritisieren, die formal korrekt abgelaufen ist. Fragwürdig ist allerdings, und deswegen spreche ich heute darüber, der Umstand, welche Informationen über die Vergabe den Mitgliedern des Stadtrates zur Verfügung gestellt wurden, beziehungsweise eben gerade welche nicht. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung bekam im Vorfeld einige Unterlagen nicht ausgereicht. Auf Nachfrage konnten diese auch nicht nachgereicht oder vorgewiesen werden. Es scheint offensichtlich, dass für eine Bewertung über das Ausrichten des Stadtfestes mehr Informationen nötig sind und weitere Informationen nötig sind, als nur der Name des Bewerbers und dessen formulierter Auftrag durch die Stadt. Wir wollten wissen, wie sieht der Vertrag aus? Welche weiteren Firmen sind beteiligt? Welche Geldströme fließen wohin? Wofür werden die öffentlichen Fördergelder von der Stadt verwendet? Also von der Stadt, die für das Stadtfest ausgegeben werden durch den Veranstalter. Wenn nötig, berät der Ausschuss in geschlossener Sitzung. Das heißt, es wäre auch möglich, vertrauliche Informationen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, im Ausschuss zu besprechen. Hier muss man feststellen, dass die Ausschreibungen, die sonst im Ausschuss für Wirtschaftsförderung besprochen werden, natürlich eine ganz andere Größenordnung bedienen. Die Ausschreibung über das Stadtfest kann nicht verglichen werden mit dem Flicken eines Schlaglochs im Nebenstraßennetz, mit dem Vertrag über Reinigungsdienstleistungen oder ähnliche Vergaben, die üblicherweise und im Dutzend im Ausschuss beschlossen werden. Es geht immerhin um das größte Stadtfest Ostdeutschlands mit bis zu 750.000 Gästen, wie der Veranstalter selber schreibt. Es geht um einige Millionen Euro Umsatz, die die Stadtfest GmbH und die am Fest beteiligten Firmen jährlich umsetzen und an deren Umsatz der Veranstalter eben selbst direkt beteiligt ist. Es geht auch um den Betrag von 50.000 Euro öffentlichen Geldes, den die Stadt Dresden dem Veranstalter in jedem Jahr zusätzlich zur Verfügung stellt. Beachtenswert ist zudem bei diesem Fall, dass einer der beiden Partner, der Stadtfest GmbH, einer der Wahlkampfsponsoren des Oberbürgermeisters Dirk Hilbert in 2015 war. Der andere Partner wiederum leitet einige der Firmen in der Unterhaltungsbranche oder ist daran beteiligt, die ebenfalls am Gewinn des Stadtfestes profitieren. So sollte man meinen, dass hier sowohl die Bieter als auch der Oberbürgermeister ein besonderes Interesse daran haben sollten, die Vergabe so transparent wie nur möglich zu gestalten und um über jeden Verdacht der Vetternwirtschaft, jeden Verdacht der Bevorzugung erhaben zu sein. Davon kann ja aber leider nicht die Rede sein. Eben selbst auf Nachfrage sind Informationen nicht zur Verfügung gestellt worden.
auch heute wieder, und damit zeigt sich, dass was im Wirtschaftsförderungsausschuss passiert ist, auch im Stadtrat sich wiederholt. Auch heute verfügt der Großteil der anwesenden Räte nicht über diese Informationen, sodass wir auch heute bei der heutigen Sitzung über eine Vorlage entscheiden und dazu gezwungen sind, über eine Vorlage zu entscheiden, deren es an Informationslage mangelt und die den Räten es eigentlich unmöglich machen sollte, darüber zu befinden. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich nicht den Bieter oder den Veranstalter hier kritisiere, dass ich auch nicht die Konzession an sich kritisiere. Ich kritisiere die mangelnde Informationslage, die den Ausschüssen bzw. dem einen Ausschuss, in dem es diskutiert wurde, zur Verfügung gestellt wurde. Ich kritisiere, dass die Stadtverwaltung hier wichtige Auskünfte vorenthält, sodass der Stadtrat nicht verantwortungsvoll entscheiden kann. Dass noch dazu kommt, dass die Vorlage in der Sommersitzung, das heißt während der Sommerpause, abgehalten wurde, ist auch bedenklich. Das heißt, in der Ausschusssitzung waren die regulären Mitglieder nicht zwangsläufig vertreten, da sie selbst im Urlaub waren, was eben weiterhin, also ebenso den Verdacht erhärtet, dass hier das Gremium eben nicht zur Diskussion angeregt wurde, sondern einfach als Durchwinkgremium gebraucht werden sollte. Ich halte dieses ganze Vorgehen für problematisch und bitte Sie daher darum, dass wir der Verwaltung die Chance geben, durch eine Vertagung uns die fehlenden Unterlagen, wie zum Beispiel den Vertrag und die Auskunft über die Geldflüsse, nachzureichen, sodass wir in 3 Wochen kompetenter über diese Vorlage abstimmen können. Dankeschön. Als nächster Redner Herr Engler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine verehrten Damen und Herren Stadträte, das Dresdner Stadtfest zieht Besucherströme weit über Dresden hinaus an. Das werden wir in den nächsten Tagen wieder erleben. Längst ist es zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Stadt Dresden und das Umfeld geworden. Auch die AfD unterstützt diese Großveranstaltung in Dresden. Gleichwohl können wir der Vergabe an den einzigen Bieter nach reiflicher Überlegung derzeit nicht zustimmen und möchten hier kurz begründen, warum wir uns bei der anstehenden Abstimmung enthalten werden. Bei dem einzigen Bieter handelt es sich nach hier vorliegenden Informationen um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB. Für Kleinstkapitalgesellschaften gelten nach § 326 HGB vereinfachte Vorschriften bezüglich der Veröffentlichungspflicht. Bei einem Stadtfest als Großveranstaltung kann sich eine Kleinstkapitalgesellschaft auch schnell verheben. Ganz abgesehen von den aktuellen sicherheitsrelevanten Entwicklungen in deutschen Großstädten in jüngerer Zeit. Da hilft uns auch nicht der Hinweis, der Anbieter habe bereits Erfahrungen aus den Vorjahren vorzuweisen. Zu einer kurzfristigen Rückfrage hierzu beim Amt für Wirtschaftsförderung zum Anbieter legt uns noch keine Rückantwort vor. Nach dem Einladungsschreiben zum Vergabeverfahren der Bietervorstellung am 24. Mai 2016 hatten wir nicht zuletzt auch aufgrund der Pluralformulierung Anzahl der eingegangenen Angebote den Eindruck, dass sich hier mehrere Bieter präsentieren würden. Das hat sich dann später als Irrtum erwiesen. Letztlich präsentierte sich nur eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gerade weil für die kleinste Kapitalgesellschaften eingeschränkte Publizitätspflichten bestehen und hier überraschenderweise über die Ausschreibung nur ein Bieter generiert werden konnte, sind wir von der AfD der Auffassung, dies hätte aus obigen Gründen der Verwaltung vor der Vergabeentscheidung den Anbieter zur Offenlegung weiterer entscheidungsrelevanter Fakten nicht nur auffordern müssen, sondern auch den Fraktionen zur vertraulichen Vorbereitung zur Verfügung stellen müssen. Hierzu gehört neben dem Jahresabschluss zumindest auch die Vorlage der Gewinn- und Verlustrechnung mit ausreichend Prüfungszeit. Wir wollen uns dem Stadtfest, wie am Anfang gesagt, nicht entgegenstellen und wir brauchen dieses Stadtfest aus verschiedenen Gründen, auch als Kulturhauptstadt, wie wir das werden wollen 2025. Und wir werden hoffen, dass dieser Vergabevorschlag richtig und gut sein wird. Dennoch werden wir als AfD-Fraktion uns enthalten aufgrund der mangelnden Informationen. Vielen Dank.
Wird weiterhin das Wort gewünscht, Herr Kaden? Sehr geehrter Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wiederholt haben wir heute eine Vergabeentscheidung erneut im Stadtrat, die wir bereits hätten im Ausschuss für Wirtschaftsförderung treffen können, so wie es da guter Brauch ist, sodass wir uns heute erneut mit der Thematik beschäftigen müssen. Wir haben im Vorfeld keinen Redner gemeldet, weil wir der Meinung waren, die Sache ist klar und sind auch jetzt etwas überrascht über das, was insbesondere aus der Fraktion Die Linke hier vorgetragen wird. Zunächst mal möchte ich betonen, dass ich sehr froh bin, dass der bisherige Stadtfestbetreiber, der ja wiederholt bewiesen hat, dass er es kann, sich erneut beworben hat und damit wir mit einer guten Qualität und auch einer guten Durchführung des Stadtfestes rechnen können in der Zukunft. Ich finde es auch angemessen, dass sich die Stadt Dresden mit 50.000 Euro am Stadtfest beteiligt, denn es ist ja unsere Geburtstagsfeier, die wir allerdings nicht selbst organisieren, sondern organisieren lassen, und zwar in Form einer Konzession. Damit auch eine Menge Nachteile weitergeben, nämlich finanzielle Risiken, Durchführungsrisiken und das gesamte Finden von Partnern und Künstlern, Gewerbetreibenden, die letzten Endes dort mit ihren Ständen für die Refinanzierung sorgen und auch das Einbinden von Sponsoren. Das drücken wir alles weg. Was kriegen wir dafür? Wir kriegen Deutschlands größtes Stadtfest, was mit seiner Qualität und mit dem, wie die Leute es annehmen, denke ich, für sich spricht. Ich bin bei dem, was Sie vorgetragen haben, Frau Muth, ein bisschen erstaunt, denn wir haben ja gerade zur Einbindung des Stadtrates bei der Vergabe des Stadtfestes eine Lenkungsgruppe gegründet, um genau das, was Sie heute vorgetragen haben, eben nicht zu haben. Also keine Transparenz, keine Möglichkeit, in die Akten reinzuschauen, keine Möglichkeit, in den Vertrag reinzuschauen, keine Möglichkeit zu haben, die Bieter zu hören. All das haben wir ja mit der Lenkungsgruppe bezweckt. Nur haben Sie in Ihrer Rede überhaupt nicht über die Lenkungsgruppe und deren Arbeit berichtet. Also wir haben uns natürlich die Angebote angeschaut. Wir haben uns den Bieter angeschaut und er hat sein Konzept vorgetragen. Und wir konnten uns, denke ich, dort hinreichend überzeugen, dass er gute Vorschläge hat für die nächsten Jahre, wie er das Stadtfest durchführen will. Und es gab auch für alle die an der Lenkungsgruppensitzung teilgenommen haben, und jeder Fraktion stand die Lenkungsgruppe offen, mit einem Vertreter dahin zu gehen, gab es jederzeit die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen. Und die Länge dieser Sitzung, die haben wir selbst bestimmt. Und wenn es keine Fragen mehr gab, sind wir alle nach Hause gegangen. Also insofern bin ich doch verwundert, dass hier jetzt so ein Hinweis gegeben wird, wir brauchen mehr Bildungsdienstleistung, hat möglicherweise, die ich angesprochen habe, weniger Auswirkungen als das Stadtfest. Da sind wir uns, denke ich, beide einig. Insofern macht es auch Sinn, da genauer hinzuschauen. Das haben wir gemacht in der Lenkungsgruppensitzung. Und das haben wir am Ende dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung so vorgetragen und empfohlen. Und das, was uns hier als Vorlage vorliegt, ist das übliche Maß, wie im Ausschuss für Wirtschaftsförderung informiert wird. Auch das ist ein ganz normaler Vorgang. Höchst selten schauen wir in Angebote rein, eigentlich nie. Wir können natürlich entsprechende Fragen stellen, Akteneinsicht nehmen, aber dass Sie jetzt hier um die Ecke kommen und in Maß nochmal einen Vortrag fordern, das finde ich ungewöhnlich. Insofern würde ich dem Rat empfehlen, dem Vertagungsantrag nicht zuzustimmen, sondern heute entsprechend die Vergabe zu entscheiden und damit letzten Endes auch einen Anbieter zu binden, der dann für die nächsten Jahre für die Verantwortung steht, das Stadtfest entsprechend vorzubereiten. Vielen Dank. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Frau Muth, bitteschön. Also ich möchte jetzt gerade nicht über die Erfahrung der Lenkungsgruppe zu ausführlich sprechen. Ich möchte nur eine Korrektur reinbringen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, auf welche Art und Weise der Ausschuss informiert wurde, auf welche Art und Weise der Stadtrat informiert wurde. Das heißt, welche Unterlagen uns allen hier zur Verfügung stehen. Und das Maß ist sehr dünn. Die Lenkungsgruppe war davon abgesehen auch sehr, sehr mangelhaft. Aber in meinen Augen haben Sie recht, dass natürlich jeder, der
dort anwesend war, auch ganz genau nachfragen konnte und das auch in seinem Maße getan hat. Ich rede davon, dass die Informationslage für die Stadtratssitzung heute nicht ausreicht. Ich denke, es ist keine Überforderung, wenn die Stadtverwaltung die sogar nachgefragten Unterlagen uns innerhalb der nächsten 3 Wochen nachliefert und wir in 3 Wochen dann entscheiden. Deswegen hole ich jetzt noch die Einbringung des Vertagungsantrags nach. Dankeschön. Ich mache das jetzt mal für die geneigte Öffentlichkeit, damit kein Falscheindruck entsteht. Weil es so ein Gefühl, das führt zu Politikverdrossenheit, die jetzt hier aufgemacht werden. Nur ganz kurz zur Geschichte des Stadtfestes. Das ist früher mal ein Verein, der sich mit der Vorbereitung der 800-Jahr-Feier 2006 geführt. Da hat die Stadt weit über 500.000 Euro dafür in die Hand genommen. Später, nach der 800-Jahr-Feier, die dann aus dem Kulturamt organisiert worden ist, haben wir diesen Auftrag der Dresden Marketinggesellschaft zeitweise übertragen, mit auch deutlich höheren Budgetansätzen. Seit 5 Jahren, als wir das erste Mal ausgeschrieben haben, gab es damals 2 Bieter und ein Konsortium aus Dresdner mittelständischen Betrieben, kann man sagen, die es übernommen haben, auch den Mut, das Risiko, so eine große Veranstaltung zu übernehmen. Und wir haben seit dieser Zeit den Zuschuss auf lediglich 50.000 Euro beschränkt, brutto muss man dazu sagen. Und diesen kleinen Beitrag, der auch immer wieder deutlich signalisiert worden ist von Sponsoren, dass sie das ausdrücklich sehen wollen, dass die Stadt sich zu ihrem eigenen Stadtfest bekennt, haben wir auch fortgeschrieben. Fortgeschrieben, nicht weil wir uns als Stadtverwaltung oder der Hilbert sich das ausgedacht haben, sondern da ist eine Beschlusslage vorausgegangen, den wir im Februar im Ausschuss für Wirtschaftsförderung gefasst haben, wo ganz genau festgelegt worden ist, wie sehen die Ausschreibekriterien aus, was sind die Rahmenbedingungen der Ausschreibung und was sind auch die finanziellen Volumina. Wir haben damals Oktober diskutiert über die 50.000 Euro, das ist aber bestätigt worden. Und so sind wir in die Ausschreibung gegangen. Und auch um da wieder alles fernzuhalten von nur dem Eventualität, dass da Vetterwirtschaft irgendwie sein könnte, haben wir eine Lenkungsgruppe eingerichtet, an der alle Stadtratsfraktionen eingeladen waren, sich auch beteiligt haben und die Stadtverwaltung lediglich mit 2 Stimmen, nämlich die von meiner Kollegin Frau Klepsch und dem Amtsleiter für Wirtschaftsförderung beteiligt waren. Alle anderen Stimmen kamen aus dem Stadtrat, die eine Bewertung abgegeben haben. Diese Bewertung war dann Grundlage für die Vorbereitung einer Beschlussvorlage, die dem Stadtrat eben zur Beschlussfassung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung übergeben worden ist. Und auf dieser Basis fällt die Entscheidung. Und es gibt kaum ein anderes Instrument, vielleicht noch die Tourismusausschreibung, die ich auch mal gemacht habe, wo wir so exakt versuchen, auch den Dienstleister an uns anzubinden, wo wir sagen, wir lassen uns im Ausschuss jedes Jahr das Konzept präsentieren, wir machen eine Auswertung nach jeder Veranstaltung und das Konzept ist zu bestätigen, sodass wir auch gerade diesen wichtigen Stadtgeburtstag, den wir jedes Jahr feiern, ganz eng an uns angebunden führen, damit wir auch wirklich sagen können, dazu stehen wir, das ist eine würdige Veranstaltung für die Stadt und dass wir uns jedes Jahr darauf freuen, dass sie stattfindet. Das will ich noch einmal zur Richtigstellung hier deutlich von meiner Seite sagen. Weitere Wortmeldungen lagen mir jetzt nicht vor. Insoweit habe ich auf der einen Seite einen Vertagungsantrag, den ich zunächst zur Abstimmung bringen würde. Wer dem Vertagungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Achtzehn Ja-Stimmen, 46 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Damit kommen wir über die Abstimmung, über die Beschlussvorlage. Oder nee, den federführenden Ausschussbericht, der hat ja eine Empfehlung uns abgegeben. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen?
und Stimmenthaltung. Ja-Stimmen, ich glaube eine Nein-Stimme war ja, und 21 Enthaltungen. Damit angenommen. Wir kommen damit zum